Ja, hallo, mal wieder willkommen zum neuen Video aus der Werkstatt. Und ihr seht, wir haben die TM herin. Und das ist jetzt heute der Beginn einer, ja, wahrscheinlich wieder Videoreihe. Denn das sind jetzt so Sachen, die schiebe ich länger vor mir her. Aber jetzt ist es soweit, das anzugreifen. Ich hatte ja letztes Jahr angefangen, die Ape ein bisschen zu renovieren. Da hat man ja das mit der Raptor-Lackierung gemacht, was sich auch bisher ganz gut bewährt hat. Und was letztes Jahr dann aus Zeitgründen nicht mehr geklappt hat, war der Innenausbau. Und das greifen wir jetzt an. Denn dieser Primitiv-Camper-Ausbau, den ich ja schon mal vorgestellt habe, der ist nun ja mittlerweile einfach ziemlich fertig. Und zwar, das ist jetzt speziell hier. Ich meine, die es ein bisschen besser kennen, schon öfters sehen, haben sehen, dass der Tisch fehlt. Der Grund ist, das ist einfach rausgebrochen mittlerweile. Und auch hier dieses Kastell, was da oben mal war, fehlt mittlerweile. Und nun ja, das ist einfach alles total marode nach all den Jahren, denn das war ja bisher ausgebaut als, ja, ich sag jetzt mal, als ein Lastwagen, den man zur Not auch zum Campen benutzen kann. Und das muss jetzt anders werden. Ich habe vor, das komplett zu überarbeiten, auch vom Konzept her, denn es ist ja bei mir beruflich mittlerweile so, dass ich die Ape nicht mehr zwingend als Lieferwagen, als LKW brauche. Und deswegen bauen wir jetzt einen Camper, den man zur Not auch als Lastwagen benutzen kann. Das ist jetzt die Idee. Und ich meine, gut, Schritt 1 dafür ist es jetzt erstmal das Ding auszuräumen, alles raus, was jetzt da noch an Krempel drin ist. Und dann die ganzen alten Einbauten erstmal zu entfernen. Danach muss man nämlich den Kasten wahrscheinlich innen drin erstmal ordentlich sauber machen. Rostschutzmäßig muss man mal gucken, wie es ausschaut. Das ist jetzt das, was wir jetzt heute machen. Weil es ist halt auch schlimm, was sich so alles ansammelt. Mal gucken, ob man das wirklich alles braucht. Das ist jetzt auch eine Gelegenheit, das dann zu entrümpeln. Aber gut, schauen wir dann einfach mal. Jetzt sind ja erstmal die ganzen Sachen raus. Und jetzt kann man sich das mal hier angucken. Und das ist halt vor allen Dingen hier auf der Seite. Ich meine, das sind ja, wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt, das sind ja alte Palettenböden. Und das sieht man, das hat hier angefangen sich zu delaminieren. Das ist auf jeden Fall kaputt. Hier drüben auf der Seite ist es besser. Aber das ist halt hier völlig zerschlagen und kaputt. Und auch hinten dieser Regaleinbau. Ich meine, vom Prinzip ist der super. Also dieses Querregal wird auf jeden Fall auch im neuen Aufbau wieder drin sein. Allerdings nicht unbedingt in dieser Form, weil es ist alles viel zu schwer gebaut. Aber gut. Gewicht ist dann eh das Thema, wo man dann mal gucken muss. Wobei, ich denke mal, bei dem, was ich jetzt vorhabe, auch für den Boden, das wird aufs Gleiche hinauslaufen, wie jetzt hier die USB-Platten, die drin sind. Und das muss jetzt alles raus. Das ist, Schritt 1 ist hier Demontage. Alles auseinanderschrauben. Das ist ja alles da nur reingeklemmt zum größten Teil. Und nun gut, schauen wir mal, wie der Kasten da drunter ausschaut. Kastenseiten, das schaut alles erstaunlich gut aus. Da habe ich eigentlich damit gerechnet, dass hier in der Struktur ein bisschen mehr Rost ist, als nur hier so ein paar Kleinigkeiten. Das ist aber alles gut. Das ist mal gar nicht schlecht. Das lässt sich sehen. Hoffen wir mal, dass der Boden das Ganze hier auch so gut überlebt hat. Jetzt sind wir natürlich schon mal an einem ganz guten Punkt. Bis auf den Holzboden, nennen wir das einfach mal so, ist jetzt alles raus. Da graut es mich ehrlich gesagt ein bisschen davor. Vor allen Dingen sieht man jetzt mal, wie wahnsinnig viel Krempel das eigentlich ist, rein vom Material her. Das ist schon gar nicht mal so wenig. Und gerade hier diese ganzen Hölzer, die ich jetzt hier so zum Befestigen genommen hatte, die kann man durchaus nochmal nehmen, weil das ist ja alles behandeltes Holz. Das ist nicht Rotte. Aber wenn ich jetzt hier sowas sehe, wie zum Beispiel das ist hinten der ehemalige Ablagefachboden, dann wird klar, warum ich das mache. Das ist Mist und das ist auch, da müssen überall bessere Materialien her dafür. Also genau sowas will ich eben nicht nochmal. Das ist nicht schön. Ist auch nicht gesund, wenn man dann da drin schläft. Bei den Bodenplatten hat natürlich auch hier die Rotte zugeschlagen. Hier, das ist hinüber. Gut, dass es raus ist. Nur da drin erstmal ordentlich sauber machen. Eigentlich ist das krass. Was ein Dreck. Wahnsinn. Allein durch diese Reinigung sparen wir signifikant Gewicht. Hey, das ist doch, na klar, das ist der Abstandshalter vom Kupplungszug, der vor, glaube ich, 3 oder 4 Jahren da drin verschüttet gegangen ist. Findet sich alles wieder. Das Haus verliert eben nichts. Die Ape auch nicht.
So sauber war das da drin wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr. Einzige Stelle, wo wir jetzt noch ein Problem haben, ist das da, wo irgendwelches Fell wächst. Das wollen wir auch auf gar keinen Fall. Das muss weg. Damit haben wir dann im Grunde mein heutiges Tagesziel erreicht. Wir haben das jetzt zerlegt und heute fahre ich mit der Ape nochmal nach Hause. Ab dem nächsten Mal bleibt sie dann hier stehen. Nein, für heute fahren wir jetzt noch an die Tankstelle und waschen das hier hinten mit dem Dampfschaller raus. Dass wirklich der ganze Dreck raus ist, dass auch der Schimmel rausgeht. Den müsste man eigentlich abwaschen können. Und dann kann das trocknen und beim nächsten Mal werden wir es dann angreifen, dass wir mit den Holzarbeiten anfangen und zwar mit dem Fußboden. Der Fußboden ist das Erste. Das ist auch das, was wir jetzt im ersten Video dann mal behandeln werden. Die Radikalreinigung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man sieht jetzt so, stellenweise ist die alte Ladeflächenbeschichtung abgegangen, aber das ist egal. Wir haben vorne in der Ecke, wo ich es befürchtet habe, definitiv keine Durchrostung. Außerdem ist mal der ganze Siff weg und es sieht auch aus, als wenn wir den Schimmel los. Das hier, das sind keine Schimmelflecken, das ist ein bisschen oberflächlicher Rost, das ist alles nicht so dramatisch. Ja, und das muss jetzt halt einfach mal ein paar Tage ordentlich trocknen. Dann gehen wir noch mal mit dem Staubsauger durch, weil es liegen natürlich hier die ganzen Fetzen noch. Aber danach haben wir hier eine ordentlich saubere Hütte, auf der wir neu aufbauen können. Das heißt, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es hier weitergeht. Das hatte seit der Wäsche jetzt eine Woche Zeit zu trocknen. Und was ich jetzt zwischendurch noch gemacht hatte, ist, ich habe jetzt mal hinten diese blank gescheuerten Stellen, also hier diese eine oberflächliche Roststelle noch mit Rostschutzmittel behandelt. Na gut, jetzt können wir letztendlich anfangen und die Unterkonstruktion für den neuen Fußboden bauen. Denn der Fußboden ist das Erste. Und ihr seht ja, ich habe hier schon ordentlich Holzlatten besorgt. Denn das wird jetzt dieses Mal nicht mehr mit Platten gelöst. Das hat sich irgendwie nicht so bewährt, sondern ich werde jetzt dann direkt hier Holzleisten verlegen und da kommen dann eben Bodenplatten drauf. Das, denke ich mal, wird dann schöner und ebenmäßiger. Und jetzt sieht man halt eben auch die Idee, die ich da habe. Dass eben eine Rippenstruktur wird, die nicht zu sehr aufträgt. Und hier unten in die Kastenverstrebungen machen wir wieder Holzleisten rein. Das ist jetzt altes Holz noch vom alten Aufbau, das man wieder verwenden kann. Und was wir da jetzt machen, ist folgendes. Wir streichen diese Holzleisten jetzt mit einer schnell trocknenden Holzlasur und anschließend in den Spalt hier, da kommt Styroporisolation rein. Das ist nicht ideal, da wird jetzt die Umweltschutzfraktion gleich schreien, aber es ist in dem Fall das Beste, da das mit absoluter Sicherheit kein Wasser aufsaugt. Und obendrauf kommen dann eben die Bodenplatten, die wir dann hier mit diesen Holzleisten verschrauben. Die Holzleisten sind nicht befestigt, die liegen nur da. Das genügt in dem Fall auch, denn das Ganze wird anschließend durch die Seitenverkleidungen dann fixiert. Und wie wir das mit der Aussparung für die Motorhaube machen, das müssen wir dann auch sehen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt legen wir einfach mal die erste Reihe von diesen Bodenlatten da drauf. Mal gucken, wie das dann ausschaut. Also wie gesagt, ich habe keine Idee. Leute, die sowas wirklich professionell machen, werden jetzt wahrscheinlich mal wieder die Hände beim Kopf zusammenschlagen. Aber mal sehen, das ist inwiefern die Zinnecker-Lösung da funktioniert. Wegen der Motorluke habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Ich hatte ja bisher hier so eine heraus- oder mit einem Scharnier hochklappbare Holzplatte. Das hat sich nicht bewährt. Ich will jetzt einfach einen herausnehmbaren Teil. Das heißt, dazu muss ich jetzt die eigentlichen Boden quasi um die Motorklappe herum konstruieren. Wir legen jetzt an die Kante, die jetzt da entstanden ist, legen wir jetzt hin die Platten und naja gut, auf die Art und Weise lässt sich das dann eigentlich ganz schön machen, so oder sollte es zumindest. Sehr schön, jetzt haben wir den Boden soweit dahinter drin und was jetzt natürlich noch passiert ist, wir müssen jetzt quasi den Einsatz da vorne bauen. Und was ich da jetzt vorhabe, ist einfach, ja, letztendlich ein Stück herausnehmbaren Fußboden zu bauen, den man dann da reinlegen kann. Und den man dann eben, wenn man an den Motor ran muss, eben nicht mehr hochklappt, sondern einfach herausnimmt und wegstellt. Das ist, glaube ich, deutlich einfacher und irgendwie auch angenehmer zum Arbeiten, weil dieser alte Holzdeckel, der hat einem ganz gerne mal auf den Hinterkopf geklopft, wenn man da an dem Motor dran war. Das ist irgendwie nicht so toll. Jetzt geht hier drunter, ist jetzt natürlich auch die obere Befestigung für das Federbein, so wie hier. Und das muss natürlich zugänglich bleiben, da muss man wieder hin können. Und ich habe nämlich genau die Position jetzt gemessen, das werden wir jetzt das Maß nochmal übertragen. Und dann mal schauen, ob mein Plan dafür funktioniert. Und zwar habe ich mir hier diese Dinger hier besorgt. Das ist, was man eigentlich eine Schreibtischplatte macht, um hier Kabel von einem Computerbildschirm oder so durchzuführen. Und die Idee ist, die kann man natürlich auch einfach herausnehmen. Und damit hätte man dann da einen Wartungsdeckel. Jetzt schauen wir mal, ob man das hinkriegt, dass wir das Ding
dann hier einsetzen. Ich habe mir das mal angezeichnet, das Kreuz hier, das ist die Mitte eigentlich von dem Federbein. Oh, das müsste echt passen. Mir das Teil hier so hersetzen. Gucken, ob das klappt. Volltreffer. Wir sind jetzt genau über dem Federbein. Das Ding. Ja. So richtig passen tut es nicht, obwohl es eigentlich müsste eigentlich schon. Der Kreisschneider ist eigentlich die richtige Größe. Na, wollen wir mal ein bisschen mit der Holzraspel noch ein bisschen nacharbeiten, aber dann sollte das werden. Nun gut, manche Sachen brauchen eben einen zweiten Anlauf, aber jetzt hat es geklappt. Gut, jetzt müssen wir eigentlich schauen, was ich jetzt heute noch gerne fertig kriegen würde. Rein zeitlich, weil wir wahrscheinlich heute diesen Einsatz, da diese Klappe nicht mehr hinkriegen. Aber ich würde jetzt gerne drüben die andere Seite noch zumachen. Das schaut soweit eigentlich schon mal ganz gut aus. Ich denke mal, wir haben das jetzt eigentlich so weit, wie ich heute kommen wollte, ist es jetzt. Das heißt, dass mal der grundlegend mal der Boden drin ist. Das nächste Mal bauen wir dann noch diese Platte quasi für über den Motor. Es wird ganz simpel, da legen wir auch einfach Holzlatten aus und werden dann einfach die Holzlatten auch mit den Laminatplatten belegen. Und das Ganze liegt dann halt einfach an der Stelle da drin und ist halt rausnehmbar. Das passt ja. Das muss ja nicht irgendwie toll sein. Ich meine, ich werde dann letztendlich sowieso einen Teppich drauflegen. Von daher, nö, das ist eigentlich ganz okay. Und es passt auch von der Höhe. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass ich zu viel Höhe verliere. Aber nee, das ist okay. Das ist minimal höher als die alten USB-Platten. Das mit der Motorklappe ist schwieriger, als ich gedacht hätte. Einfach, weil das von der Stabilität her ein bisschen schwierig wird. Aber so müsste es eigentlich gehen. Ich habe jetzt diese zwei Leisten sind fixiert. Und das Problem ist, die Leisten laufen jetzt natürlich im Gegensatz zu allen anderen quer. Und ich habe jetzt hier die Ausschnitte machen müssen für die Rippen. Da habe ich mir jetzt extra noch ein neues Werkzeug gekauft. Und das ist hier, das ist auch wieder so ein Werkzeug. Weiß ich nicht, was da genau der richtige Ausdruck dafür ist, aber das ist ja letztendlich so ein Billignachbau von einem feinen Multimaster. Wobei das Ding super ist, also mal hier nichts gegen einhält. Also ich bin ja ein heimlicher Fan von denen, ihrem Zeug, auch wenn ich von denen kein Geld für Werbung kriege. Das Teil ist absolut super. Ohne das wäre das super qualvoll gewesen, hier diese, ja, letztendlich so zur Zähne in diese Latten hier zu sägen. Das ist gut, jetzt muss man nur hier den Klappenausschnitt natürlich noch verkleiden und ja auch noch stabilisieren, weil so ist das natürlich total labil. Wobei jetzt, denke ich mal, wenn da jetzt die Laminatplatten drauf kommen, die ich jetzt hier in dem Bereich auch querlegen werde, dann sollte das eigentlich ordentlich halten und stabil sein. Schauen wir mal. Das mit der Motorklappe ist jetzt soweit. Das ist jetzt, ich meine, es ist nicht perfekt, aber es ist, ich sag mal, es ist so, dass ich damit leben kann. Das Problem mit der Passung ist einfach auch, die steht natürlich jetzt auch etwas hoch, einfach weil die eigentliche Motorhaube unten nicht mehr perfekt anliegt und sich auch nicht mehr richtig ausrichten lässt. Ich habe das ja schon mal gesagt. Und nun gut, das Problem ist eben, das kriegt man auch nicht mehr richtig ausgebeult. Das Ding, die ist einfach kaputt und Gott, das passt aber irgendwo zu Luigis Charakter. Von daher kann ich in dem Fall damit leben. Und ihr seht, das funktioniert soweit. Das müssen wir eigentlich nur noch hier vorne einen Streifen Laminat einlegen. Ja, und dann ist eigentlich der Fußboden fertig. Die Platte von der Motorhaubenabdeckung, die habe ich jetzt zusätzlich auch noch mit Styropor beklebt, eben wegen der Isolation. Und habe hier alles bei den Ansagen noch Aluband drüber gemacht, damit das nicht krümelt. Die Idee ist halt einfach, wenn man das aufmacht, dass er dann doch ja gelegentlich passiert, dann soll halt da nicht gleich immer die Styroporkrümel rauskommen. Mal gucken, ob sich das bewährt. Wenn nicht, dann kann man da jederzeit noch irgendeine andere Dämmung einbringen. Eventuell auch diese Selbstklebematten, die wir beim Casalini verwendet haben. Das muss man mal sehen, aber gut. Schauen wir einfach mal, wie sich das bewährt. Das ist jetzt auch letztendlich mal ein Test. Und damit ist jetzt, denke ich mal, der erste Teil von der Renovierung eigentlich soweit abgeschlossen, weil der neue Boden ist drin. Und das ist ja eigentlich die Grundlage dafür, dass man mit den Wänden anfangen kann. Und die erste Wand, die wir jetzt dann da einziehen werden, ist mal vorne die Kastenstirnwand. Denn letztendlich ist das der Startpunkt, bei dem wir dann beginnen müssen. Das ist dann aber was für das nächste Video. Und deswegen wünsche ich euch wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!